Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Astreiter. Wir sind in Folge Nummer 11 von Transport FIFA 2 und hier unten fährt unsere Dampfkutsche durch die Gegend, die wir letztes Mal ja beobachtet hatten, wo wir gesehen haben, dass so kleine Kutschen uns da den Garaus machen mit schnell, wir kommen irgendwo hin. Das war so ein bisschen ärgerlich, aber naja, wir arbeiten da dran und vielleicht ist es auch so, bei Simutrans war das glaube ich so, wenn die Kutsche nicht so und so viel schneller fährt, dann wie das vorausfahrende Fahrzeug, dann überholt die nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hier auch so ist. Dann würde es aber bedeuten, dass es nachher mit irgendeinem anderen Fahrzeug vielleicht klappen würde oder sowas, was dann schneller ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht müssen wir doch zweispurig machen, die Straße, also vier insgesamt, dann geht's vielleicht. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir hier weiter rein. Bis gleich. So, dann schauen wir mal rein und also die Kutsche ist jetzt hier unterwegs und da seht ihr, hier ist gleich wieder der Dingens hier. Ah, weiß ich nicht. Der holt jetzt nicht auf, ne? Oder? Die fährt 18 und die fährt ja 17, oder? Ah, ist ja schon ausgewählt. Und ja, solange das flach und eben ist, ist die langsamer. Geht es ein bisschen ins Gebirge, dann hat die den Vorteil, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. Kommt sich Kutschen an, Kutschen sah ich schon zig Passagiere an. Der Zug ist auch da, fährt jetzt auch gerade wieder. Jetzt kommen hier welche dazu, glaube ich, weil gerade der Zug entladen ist. Genau so ist es. Und dann kommt die nächste Postkutsche und holt dann da die Pferdchen, die Leute ab mit den Pferdchen. So, ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wie war das denn jetzt hier mit unserer neuen Linie? Die neuen, ach, da war ja jetzt welche drauf, weil ich glaube, hier in dem Städtchen zwischendrin, wo wir das hier noch eine Haltestelle gemacht haben, seitdem funktioniert die Linie, ne? Und guck mal, wie viel. Zeit bis zur Schließung 715, 12 Tage, keine Ahnung. Eisenerzbergwerk, ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir schauen. Also da stehen ja schon mal reichlich Leute, die in irgendeine Richtung wollen. Und die andere Stadt war... Die war hier. Ne, Dörn war das nicht. Quatsch. Bofzen war das. Und wie viele stehen da? Da steht einer, der mit Linie 9 fahren will. Aber das ist jetzt erstmal okay. Wie viel sind denn der Zustand der Straßenfahrzeuge? Ist sehr schlecht. Okay, jetzt fängt es dann an, dass wir diese noch auswechseln müssen. Ne? Ersetze gewähltes Fahrzeug. Okay, das ist... Also wofür ist dieses Symbol noch da? Normal, nee, dann will ich das nicht. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, den direkt zu ersetzen wahrscheinlich. Und hoffe, dass ich das Geld dafür habe. Die europäische Plane. Ersetzen für 20, ersetzen für 29. Kostet eigentlich 32. Wir kriegen also ein bisschen Geld zurück. Ja, da ging ja auch eine Einheit mehr drauf, ne? Die Fahrzeuge in schlechten Zustand verursachen zusätzliche Emissionen. Fahrzeuge können gewartet oder ersetzt werden, um die Emissionen zu reduzieren. Ja, okay. Wir haben jetzt das ersetzt. Und hoffen, dass wir da mit unserem Geld einigermaßen hinkommen, dass das was wird. Ja, hier liegen reichlich Sachen, die aber nicht vorankommen. Wie sieht es denn auf unseren Linien aus? Also Linie 5 ist jetzt tatsächlich wohl im Minus am Fahren, weil wahrscheinlich da zu viele Fahrzeuge jetzt drauf sind, ne? Altersmäßig ist jetzt nur diese Kutsche mit Straße und Fahrzeug Nummer 4. 13. Ja, das ist die älteste. Linie Nummer 5. Nee, wollte ich nicht. Oh, noch mehr neue Fahrzeuge. Die preußische G3, BA53 oder Dunara Castle. Ein Schiff. Fahrzeuge verwalten. Aber das ist erst schlecht und wenn das dann kommt, ja. Lass das mal so, wenn sehr schlecht kommt, kommt ja diese Meldung da oben, die nehmen wir dann mit, oder? Sind da noch mehr Meldungen? Ne, keine Warnung, okay. Er fährt, wir haben jetzt 68.000 plus. Was machen wir denn hier so? Wir können immer 500.000 abbezahlen, ne? Ja. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir da machen können, denke ich. Wir müssen mal gerade Linie 9 nochmal angucken.
Da sind jetzt ist eine Kutsche drauf und diese Dampfdraisine da oder wie man die Dampfkutsche. 3 Jahre, 6 Jahre alt. Die fährt jetzt hier mit zwei Passagieren durch die Gegend, hat wenigstens schon mal zwei drin, ne? Zustand ist aber gut, okay. Ah, guck mal, da wurden auch ein paar mehr gefahren, ne? Ich denke, das wird. Aber warte, wir sind immer noch auf dieser Liste und wir werden jetzt doch dran. Linie 5 war. Ne, da unten ist sogar noch Linie. Linie 9 fängt ja gerade erst an, Geld zu machen. Also, dieses hier ist jetzt Linie. Linie verwalten. Ne, da tue ich Haltestellen hinzufügen. Das will ich gar nicht. Ich möchte jetzt ganz einfach von dieser Linie das älteste Fahrzeug auf eine andere Linie schicken. Das ist es. Fahrzeug verwalten. Und das soll jetzt auf Linie 9 mitfahren. Fertig. So. Das war unser Ziel. Jetzt fahren da hoffentlich drei auf Linie 9. Linie 6, 57. Weiß nicht, war Linie 6 schon immer türkisfarben? Ah, er kommt schon zurück. 75.000. Ich sehe jetzt immer nur momentan hier Pluszahlen. Das ist eigentlich gut, oder? Kann sein, dass es jetzt endlich rennt. Hier steht niemand und hier stehen 57. Ja, jetzt 59. Gut. Hat jetzt hier mal gerade 137 reingeholt. Da kommt auch eine Kutsche und ich will hoffen, dass die jetzt da rüber wandern, bis die Kutsche da ist und dann steigen die da ein, oder? Ah, da kommen zwei, drei, zwei nur. Drei, vier. Ist die Kutsche jetzt voll? Ja, passt. Gut, dann hat das geklappt auf jeden Fall. Die Frage, wie es weitergeht. 171.000. Ah, hier sind wir jetzt auch schon gut unterwegs, glaube ich, ne? Mit den Fahrzeugen. 10.000 steht bei dem jetzt. Und der 2.000. Ah ja, der ist auf dem Hinweg noch. Und dann fährt er noch plus. Das ist schon mal gut dann, oder? Gut. Nochmal hier rein. Linie 5 ist immer noch die, die am meisten Minus macht hier. Die andere macht jetzt plus die rote 9. Die 9. Da müssen wir sofort rein und arbeiten mal dran. Ne? Straßenfahrzeug 6 ist schlecht. Ja. Wenn ich jetzt das hier ersetze, ne? Aber das ist nur 28 und das kostet 23, nur ein Fünfer mehr. Da gehen 5 rein. Sollte ich das mal tun jetzt? Aber ersetzen für 202.000. Habe ich was verpasst? Also, vielleicht. Ja, da soll ich jetzt. Es gibt 9 Fahrzeuge zu ersetzen. Ne, die will ich ja gar nicht alle ersetzen. Ich will ja nur eins ersetzen. Schlecht. Soll ich die alle ersetzen? Nein. Das funktioniert irgendwie nicht. Fahrzeug verwalten. Fahrzeug ersetzen. Ah, 24.000. Wir können es aber gerade nicht ersetzen, weil da unten so viel Geld ist. Kann ich denn, warte mal, das ist ja erst auf schlecht. Es gibt bestimmt Fahrzeuge, die auf sehr schlecht sind. Hatten wir doch gerade eben schon, oder? Sehr gut und sehr schlecht. Na, dann machen wir das nochmal andersrum, weil dann haben wir so oben. So, das heißt, wir gehen mal in das Fahrzeug, Straßenfahrzeug hier rein, verwalten das und gehen hier hin und wollen das mit dem da tauschen. Ja, kostet uns so viel, ist aber so. Und 15 Fahrzeug verwalten, tauschen. Durch den tauschen kostet uns nochmal 29, machen wir auch. So, sehr schlecht ist jetzt weg.
Nochmal die Liste gerade hier. Zustand, sehr gut, schlecht. Wenn die anderen dann sehr schlecht wären, machen wir das genauso. Wir müssen nur gucken, dass unser Geld dafür reicht. Ne? Das ist das Wichtige. Also wir haben ja jetzt dann 4 Frachtstücke, können wir auf 5 erhöhen. Deswegen habe ich das gemacht. Ne? Da macht das Sinn. Bei den Kutschen ist das im Endeffekt mit den 5 und 4 Personen natürlich genauso. Ne? Aber wir müssen, wie gesagt, unseren Kontostand im Auge behalten, dass das noch klappt dann. Da oben kommt schon mal ein Zug an. Wir haben hier 99 stehen und 41. Ja? Und wenn wir hier was bauen wollen, kaufen wollen, ist es viel zu teuer. Linie 5, da steht gerade keiner, weil da gerade von wohl eine Kutsche gekommen ist, oder wie ist das? Ja. Stand einer. Ja, die Linie ist wahrscheinlich zu teuer hier, ne? Also zu viele Fahrzeuge drauf. Deswegen klappt das hier so schlecht. Vielleicht sollten wir dann nochmal dran gehen, Linie verwalten. Ne, das war verkehrt wieder. Ich muss das Fahrzeug verwalten. Komm, nehmen wir den ersten, der hier auf Linie 5 fährt. Der hier. Fahrzeug verwalten. Und kann ich jetzt hier eigentlich auch nicht laden einstellen gerade? Nee, ne, oder? Wartung für das gewählte Fahrzeug konfigurieren. Okay, nee, das wollen wir jetzt nicht. Komm, zack, mach mal auf 9. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, was er mit der einen Person macht. Vielleicht nehmt ihr die auch da hinten mit, dann hat die Pech gehabt und fährt in der Weltgeschichte rum. So, der da oben ist schon wieder weg. Der hat uns jetzt irgendwie was mit ein paar Tada beschert. Und der kommt ja auch bald schon hier an. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Also ich glaube, wir kommen so langsam in Tritt hier, ne? Hier stehen 6 und 1. Hier steht, glaube ich, keiner, ne? Genau, und da steht auch niemand. Also wir müssen bei der Linie ein bisschen aufpassen, dass wir da das Geld noch reinkriegen. Linie 5 müssen wir halt wahrscheinlich hier Leute Kutschen runter, weil zu wenig da drin sitzen. Also hier 4 von 12, das geht. 4 von 4, da ist nur auf Linie 2 ist nur einer. Wo ist denn Linie 2? So, da drüben war das Kitters Mühne. War hier denn... Die gelbe, ne, die grüne Linie ist da, aber da wird doch hin und her gefahren eigentlich zwischen Orten. Die fährt doch nach Bovzen und von Bovzen geht es doch hier über Neuendorf bei Nimjek zu Hallandorf. Hm. Eigentlich läuft's doch. Hier stehen auch ein paar rum. Zwei, zwei, ja, und hier stehen mehrere, ne? 2 und 9. Ja, muss mal gucken. Und die, ja, die fährt ja auch gerade mal so da, die Dingenszahlen gleich ins Rot, ins Schwarze. Wird schon werden, denke ich mal. So, 89.000 ist hier. Jetzt müssten wir eigentlich schauen auch, dass wir hier sowas wie hier diese Kutsche noch eine mehr drauf kriegen dann, ne? Warte mal, die hat jetzt, ja, die hat wieder ihre 10.000, ne? Immer wenn sie voll ist, haben sie 10.000. Das wäre dann die nächste Frage. Lieferanten. Die ist vor Schließung bedroht. Schließt in 6 Tagen. Wow. Eins. Weg ist er. Lieferanten. Villingen läuft. Leitzkau Eisenbergwerk. Wo ist das? Ah, da. Da müsste man jetzt da noch einen Halt hinmachen, der dann dahin fährt, ne? Das wäre dann ja schon noch eine Geschichte, wo man drüber nachdenken könnte. Aber eigentlich müsste man das hier hinbringen und dann mit dem Zug nach da oben. Wohin? Nach hier. Ja, doch, der ist gar nicht so weit weg, der Bahnhof. Aber das ist ein Personenbahnhof und den wir machen, ist dann ein Güterbahnhof. Das ist wieder zwei unterschiedliche Geschichten, ne? Wenn wir das jetzt hier, nee, da nicht, sondern da die Gebäude bauen wollen. Das ist hier Passagierbahnhof und das hier ist der Güterbahnhof. Und den musst du dann wieder irgendwo anders hinsetzen. Den müsstest du jetzt hier so hinsetzen, ne?
Guck mal, das ist auch doof, ne? Oder kann man das mit Shift ändern noch? Ah, ja, kann man mit Shift auch noch verkleinern, die Schritte hier. Würde dann gehen, ne? Und dann kann man hier sagen, ein Gleis 160 Meter lang, ne? Kollision, aber so wird's gehen, ne? Komisch, oder? Ja, aber 181.000 ist auch zu teuer, ne? Können wir uns noch nicht leisten. Obwohl, gleich wären die 181 da, aber es bringt uns einen Bahnhof, wenn wir keine Züge uns leisten können. Das wäre erstmal das Nächste, was wir machen müssen. Ja. Und die Züge sind dann noch die Frage, wie die weitergehen, ne? Wenn ich da jetzt mal reingehe, ne? Fahrzeuge kaufen, mache. Wir haben hier noch eine dritte Lok. Wie teuer ist die denn jetzt mittlerweile? 728, die war 329 und die ist 243. Schnell ist die denn? Wo steht denn das? Da, nee. 40, 45, 50. Oh, ein neues Fahrzeug für Dampftram. Oh, das ist ja cool, eine Tram. Und wo kriege ich die hier unten ausgewählt? Ist das, gehört das zum Dingens? Gehört das hier in die Dampftram? Eigentlich nicht, ne? Also steht hier auch nicht bei. Wo kommt die denn hin? Ist die da unten drin? Die fährt schon 26 km/h, das ist schon eine Hausnummer, ne? Nee. Aber wo kann ich die hier auswählen? Wo kann man die denn hier auswählen, bitteschön? Gebäude. Ah, hier wahrscheinlich Straßenfahrzeugdepot und hier Tramdepot. Alles klar. Was kostet uns der Spaß? Oh, der wäre noch nicht mal teuer. 16.000 kostet das nur. Welche Stadt wäre denn so interessant? Hallendorf? Ist zu klein. Ich glaube. Ah, warte mal, da gibt es doch bestimmt eine Liste hier für Städte, oder? Städtestatistik. Größe. Verlingen ist schon der Osterort. Verlingen ist hier. Verlingen wächst dann am besten, ne? Und die nächste Frage wäre die, was kostet uns so ein Dingens hier? Kleesten Eisenbergwerk, okay. Was würde uns denn die Schiene kosten, das ist die Frage, ne? Straße. Tramgleis. Tramgleis, Auto, nein, ja, elektrisch. Tramgleis. War auch nicht möglich, okay. Ich müsste ja auch upgraden, ne? Okay, da kostet uns das Stück Schiene 451 dann mit Tramgleis. Kleine Landstraße. Ach so, warte mal, ich müsste erst jetzt hier noch Ja klicken. Und dann kostet mich der Spaß sogar 902 Euro. Aber das wäre eine Landstraße und das ist dann nochmal, oh, doch nicht so teuer. Ah, dann würde sie abgegradet werden. Okay. Kostet uns aber trotzdem einen Haufen Moos da, ne? Auf der anderen Seite müsste man gucken, dass man das mal baut, oder? Berlin ist die größte Stadt und wir haben ja auch Fahrgäste. Wir stehen jetzt hier zum Beispiel 14, wird sich ja dann irgendwann vielleicht auch lohnen, ne?
Aber hier steht nirgendwo einer. Aber wir haben ja auch reichlich Kutschen auf der Linie 5, ne? Das muss man dann auch beobachten, ne? Okay. Bin ich da jetzt nicht so ganz so sicher, was wir da machen. Was macht's Geld vor allem? 157.000. Vielleicht werden wir die Tram hier bauen. Machen wir aber wenn in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.